So, hallo und herzlich willkommen auch auf YouTube zu dieser ICE-Fahrt hier in Trainsim World 4. Es ist die letzte Fahrt hier auf diesem Kanal in Trainsim World 4, denn Stand Aufnahme kommt nächste Woche Trainsim World 5 raus. Wir fahren nochmal die Strecke Kassel-Würzburg und zwar genau in diese Richtung von Kassel-Wilhelmshöhe nach Würzburg Hauptbahnhof. Und wir haben offensichtlich einen ICE 3 und es regnet. So, ich stelle das Ganze mal auf vorwärts. Wir machen direkt mal einen Scheibenwischer an. Würde ich sogar auf andauernd stellen. Und noch ein bisschen schneller machen. Ja, sogar noch schneller. Nee, das ist zu schnell. Machen wir es mal auf 5. Dann entriegel ich mal die Türen. Dann machen wir uns hier hinten natürlich LZB an. PZB an. SIFA lasse ich mal weg. Wobei, nee, komm, SIFA machen wir an. Was soll's. Damit ich hier auch konzentriert bleibe. Lichter. Und dann haben wir, glaube ich, alles Wichtige schon. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob die Displays funktionieren. Das interessiert mich eigentlich immer am meisten. Aber hier sieht's, glaube ich, ganz gut aus. Nach Fulda. Das ist unser nächster Halt, Würzburg, Nürnberg, München. Ist okay. Und hier oben auch ICE 68. Fulda, Würzburg, Nürnberg, München. Cool. Also, funktioniert einigermaßen. Hier haben wir nochmal eine Art des Displays. Funktioniert auch. Fulda 19.54 Uhr, Würzburg 20.29 Uhr. Schön. Okay. Boah, es ist sehr laut, der Regen. Oh, wir haben sogar den ICE München. Na, guck mal. Beautiful. Der ICE München mit Regenbogenstreifen. Sehr cool. Das war nicht geplant, tatsächlich. War Zufall jetzt hier. Dass wir hier mit dieser Baureihe unterwegs sind. Schließen wir die Türen. Und dann, Bremse. Achso, ist schon gelöst. Ja, ich depp. Okay. Halt, nein, stopp. Stopp. Ich muss doch, damit das alles funktioniert, noch die AFB einschalten. Sonst können wir nicht viel anfangen mit. Mit der LZB. So, jetzt aber. Lösen. Und los. Oder auch nicht. Ach so, AFB. Ach, ich bin ja doof. Ich muss halt. Oh, okay. Das ist natürlich sehr schlau gewesen. Sind wir hier schon in LZB drin? Ich glaube ja. Ich würde es jetzt einfach mal so hochstellen. Ah ja, funktioniert. Man sieht es am Tacho. So, und jetzt geht's los. Ich sollte natürlich auch den AFB-Hebel in die richtige Position bringen. Ich muss kurz eine Sache machen. Es tut mir leid. Das halte ich jetzt keine Stunde lang aus. Ich muss leider ein bisschen den Ton leiser machen. Machen wir auf 60. Denn der Regen ist schon ziemlich laut. Er ist immer noch laut, aber so ist es ein bisschen erträglicher. Tatsächlich für meine Öhrchen. Ja, und jetzt haben wir so eigentlich sozusagen bis Fulda nichts zu tun. Weil LZB, gut, okay, SIFA muss ich jetzt ein bisschen drauf achten. Aber das wird mir hoffentlich gelingen. Das werden wir sehen. Ja, Gothflight schreibt schon in Chat, wir begrüßen alle Zugestiegenen. Ah! SIFA. Wir begrüßen alle Zugestiegenen an Bord des ICE auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof über Fulda, Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt. Und wahrscheinlich München-Pasing oder so. So. Passend zum Zielort München fahren wir mit dem ICE München. Da haben wir auch wunderschön das Münchner Kindle noch mit drauf. Kindle hat in dem Fall nichts mit E-Book zu tun. Sondern mit einem kleinen Kind.
Ohne Halt in Parsing. Okay, dann ohne Halt in Parsing. Ist uns eh egal. Wir sind so frei und übergeben in Würzburg unseren Zug an einen Kollegen oder eine Kollegin, je nachdem. Ich glaube, hier ist die Stelle, an der man dann eigentlich auch nach Frankfurt abzweigen kann. Beziehungsweise das werden wir dann in Transimworld 5 können. Aber in unserem Fall geht es noch geradeaus weiter. So. Bin mal gespannt, was wir hier noch für Begegnungen haben werden. Denn es könnte uns ja einiges entgegenkommen. Von Güterzügen, wobei die sind auch eher nachts unterwegs. Allerdings, ich meine, es geht ja langsam auf die Nacht zu. Und auf der anderen Seite natürlich ICEs. ICEs fahren hier auch. Und Dings. Also halt verschiedene ICEs. ICE 1, 3. Und welchen könnten wir noch sehen? 3M glaube ich nicht, aber... Auf jeden Fall den 1er in... Oh, da haben wir schon den ersten 1er. Mit rotem Streifen. Den gibt es auch noch mit dem Klimaschützer-Streifen. Gottfleisch schreibt, dass man auf der neuen Strecke dann auf Gleis 1 nach Frankfurt startet, in Fulda. Also ich bin da, ich mag das ja auch immer, wenn einfach die Strecken dann in eine andere Richtung weitergehen. Also ich bin ja bei jeder Abzweigung in Transimworld, bin ich, würde ich gern einfach da fahren können, obwohl natürlich die Map halt irgendwann aufhört. Aber das macht mich immer heiß und ich finde es dann cool, wenn wir hier quasi von Fulda ausgehend einfach eine neue Strecke ein bisschen erkunden können. In eine neue Richtung sozusagen wegfahren. Und durchs Route-Hopping, dass es dadurch sich verbindet, ist natürlich auch stark. So, das ist die nächste Brücke hier, über das nächste Tal. Und auf der anderen Seite wartet auch schon der nächste Tunnel. Das wird jetzt einige Male so gehen, bis Kassel. Tunnelbrücke, Tunnelbrücke. Obwohl, hier ist jetzt noch nicht direkt ein Tunnel. Sifa wieder am Start. Und der nächste IC1 kommt uns hier entgegen. Wieder mit rotem Strich. Wieder kein Klimaschützer. Also sozusagen die... In Anführungszeichen Originalvariante. Ich meine, die ganz alten IC1-Lackierungen waren ja mit diesem im Prinzip Orientrot. Also, dass der rote Streifen nochmal so einen andersfarbig roten Streifen nochmal dazu hatte. Fällt kaum auf, aber wenn man es weiß, sieht man schon. Okay, und Godflight sagt, die Stunde 7, die wir jetzt fahren werden, die kommt dadurch zustande, dass wir 6 Minuten Standzeit in Fulda haben. Ich habe übrigens gerade totalen Quatsch erzählt. Natürlich war die Abzweigung da vorher nicht die nach Frankfurt, sondern die kommt ja erst nach Fulda und nicht nach Kassel. Ich habe da im Kopf gerade was vertauscht. Wir sind ja in Kassel gestartet. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, wir sind in Fulda gestartet, weil links oben halt Fulda steht, aber da fahren wir ja gerade hin. Also da habe ich gerade Käse erzählt. Die Abzweigung nach Frankfurt kommt natürlich erst nach Fulda. So. Noch kommen wir irgendwie nicht auf Tempo, also ich weiß nicht so recht. Sieht nicht so aus, als wären wir hier heute noch 250 fahren. Die Sifa bremst auch schon wieder hier einen Berg hoch. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von der Leistung unseres ICEs hier. 1,2% Steigung, ja, aber wir müssten doch hier mal auf Tempo kommen. Wir fahren gerade 90, überleg mal, und es wird immer weniger. Es könnte am Regen liegen, aber ich kann ja mal sanden, aber ich glaube nicht, dass es uns jetzt den entscheidenden Unterschied bringt. Sieger.
Also wir bremsen tatsächlich weiter. Ich würde noch mal kurz die Leistung rausmachen und noch mal rein. Ja, jetzt macht er auch eine bessere Leistung. Guck mal. Keine Ahnung, was das Problem war. Weil die AFB ist richtig eingestellt. Das sehen wir hier. Die geht immer mit der Beschränkung. Jetzt kriegen wir auch wieder Tempo. Sehr gut. So, das nächste schöne Tal hier unten. Von dem wir jetzt wenig sehen. Dank des Nebels. Aber ich bin schon lange nicht mehr hier auf Kassel-Würzburg gefahren. Einfach deswegen, weil, wie gesagt, da wenig so an sich zu tun ist. Außer wenn man SIFA einschaltet, muss man halt jedes Mal SIFA drücken. Aber wie zum Beispiel jetzt. Und der nächste Tunnel. Ja, stimmt. Jetzt werden wir weniger Standzeit in Fulda haben. Aber gut, dass wir da ein bisschen Standzeit haben, weil dann fahren wir wahrscheinlich nicht verspätet ab, wenn jetzt nichts mehr passiert. Aber jetzt nehmen wir hier auch mal richtig Fahrt auf. Sind jetzt schon bei 160 und werden weiter schneller. Das sieht doch gut aus. Aber es liest sich schon krass. Es liest sich schon krass, dass wir noch 73 Kilometer Luftlinie nach Fulda haben. Und in Trains in World denkt man dann eigentlich, okay, das ist schon eine ganz weite Strecke. Aber wir fahren dann einfach nochmal ähnlich weit bis Würzburg. Also das ist schon eine sehr lange Strecke, die sie hier gebaut haben. Genauso wie Frankfurt-Fulda auch ziemlich lang sein wird. So. SIFA wieder. Gütertechnisch haben wir hier bis jetzt noch nichts gesehen. Mal gucken, ob uns da noch was begegnet. So, hier auf jeden Fall mal die nächste Brücke. So. Das altbekannte Spiel. Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel. Das zieht sich hier noch ein bisschen durch die Strecke. Ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann kommt auch nochmal ein Tunnel, der ziemlich lange geht. Ich glaube aber, der ist erst nach Fulda. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß noch hier, wenn ich immer als Fahrgast zwischen Kassel und Fulda gefahren bin. Diese ganze Tunnel, die haben immer dafür gesorgt, dass das Internet kurz weg war. Und weil halt immer wieder ein Tunnel kommt, ist es halt so, du hast eigentlich nie beständiges WLAN. Also Mobilfunk sowieso nicht, aber auch das ICE-WLAN. Das war natürlich da mit vollen Balken, aber es hatte halt kein Internet. Dann hat man da schön überhaupt kein Internet gehabt die ganze Zeit. Und konnte auch nichts, was auf YouTube puffert oder so, gucken, weil das nicht weit genug vorausgepuffert hat, weil es halt immer, wenn du aus dem Tunnel draußen warst, hat sich's reconnected, dann wollt's gerade anfangen zu puffern, dann kam der nächste Tunnel. Also das ist tatsächlich ein bisschen doof gelöst, was Internet betrifft, hier mit diesen Tunnels. Da kommt halt nichts durch, einfach. Beziehungsweise da wurde dann offensichtlich im Tunnel auch nichts ausgebaut in die Richtung. Im City-Tunnel Stuttgart zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, das mir einfällt, weil ich es halt kenne aus der Realität. Da haben sie es so gelöst, dass sie vermutlich ein paar Hotspots unterirdisch gelegt haben. Müssen sie ja, denn du hast in der S-Bahn super WLAN. Das funktioniert auch im Tunnel. Allerdings ist der Stuttgarter City-Tunnel natürlich insgesamt gesehen nicht ganz so lang, wie wenn man diese Tunnel hier alle aufaddiert zwischen Kassel und Würzburg. Und das sind natürlich dann auch nicht alle Tunnel Deutschlands, von dem her ja. Muss man da halt durch für diese halbe Stunde, wenn man zwischen Fulda und Kassel fährt. Oder für diese Stunde, wenn man zwischen Würzburg und Kassel fährt. Gottfried sagt, Internet gibt es in Zügen so gut wie gar nicht. Das würde ich nicht sagen. Also ich kann von Fahrten von Stuttgart nach Hannover berichten. Also jetzt mal so grob gesagt.
Stuttgart-Hannover über Frankfurt, dann Fulda und dann eben vollends hoch bis Hannover. Da hatte ich die meiste Zeit Internet, meiste Zeit gutes Internet, funktionierendes Internet, um YouTube-Videos zu schauen, die vorauspuffern, um Podcasts zu hören etc., Spotify online zu benutzen. Ich habe sogar einmal vom Studium eine Videokonferenz beigetreten. Das hat auch beständig durchgehalten. Das war tatsächlich zwischen Frankfurt und Fulda. Also da konnte ich zwischen Frankfurt und Fulda, hatte ich so beständige Verbindung, dass ein Zoom-Call mit 4 Leuten geladen hat. Nur wie gesagt, zwischen Kassel und Fulda. Ich würde sogar sagen zwischen Fulda und Göttingen, weil da kommen nach Kassel auch nochmal ein, zwei Tunnels. Da ging es halt aufgrund der Tunnels nicht. Immer in den Tunnels war es weg. Aber zwischendurch hat es gut funktioniert in den ICEs. Also wirklich in 90% der Fälle. Also ich spreche halt von ICEs. Ja. In Regionalzügen ist es wieder anders. Da haben sie bei uns in der Gegend hier auch versucht, das zu machen. Dann hatte man aber wirklich nur so 400 MB Internet und dann war es weg. Also wenn du die 400 MB aufgebraucht hast, ja, und die hatte ich halt nach 2 Sekunden aufgebraucht, gefühlt. Und irgendwann haben sie es einfach so gemacht, dass es gar nicht mehr gibt. Also es steht zwar auf den Zügen immer noch dran, dass du WLAN hast, aber ich habe es schon lange nicht mehr gehabt im Zug. Von dem her. Ist es immer so eine Sache, kommt drauf an. Aber in ICEs, wie gesagt, und auch im IC, habe ich da zumindest an den Strecken, die ich schon gefahren bin, außer hier zwischen Kassel-Fulda, gute Erfahrungen. So. Sifa. Und dann haben wir auch nur noch 53 Kilometer vor uns. Bevor wir in Fulda einfahren. Wir gehen wieder hoch mit dem Tempo in Richtung 250. Aha. Gut, dass wir die hier abfedern können. Jetzt muss ich nur die Leistung nochmal raus und rein machen. Aber glücklicherweise müssen wir jetzt nicht warten, bis der Zug zum Stehen kommt, sondern ich konnte sie nochmal in der beginnenden Zwangsbremsung abfedern. Hier kommt uns ein ICE3 mit Klimaschützerstreifen entgegen. Also sind schon einige ICEs unterwegs hier, das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und wieder Sifa. Diesmal verpenne ich es nicht. Auch wenn ich hier im Trance-Tunnel bin, sozusagen. So, jetzt haben wir die 250 wieder drauf auf dem Tacho. Fast zumindest. 249. So, Stuhl knarzt eine Runde, sehr schön. Sifa, ich bin wachsam. Diesmal läuft's ganz gut. So, das Licht am Ende des Tunnels ist auf jeden Fall schon zu sehen. Sifa, ja, ist ja gut.
Und wer hätte das gedacht? Wir sind zwar kurz draußen, aber ein Tunnel. Schön. Steht auch immer ein Schild dran, was für ein Tunnel das ist. Zumindest habe ich das gerade im Augenwinkel ein paar Mal erspähen können. Aber wir fahren viel zu schnell vorbei, als dass ich es lesen könnte. Von dem her wird es nichts. So, ich hoffe ja, wir haben ein rotes Signal in Fulda, weil dann werden wir schön vom Zug abgebremst. Ansonsten muss ich mich selber drum kümmern. Wobei, also ich muss mich nicht ganz selber drum kümmern. Ich meine, vorher wird ja schon noch auf die entsprechend erlaubte Geschwindigkeit runter gebremst. Aber dann zum Stehen kommen muss ich dann selber machen, wenn das Signal grün bleibt. Aber in 40 Kilometern werden wir da schlauer sein. Beziehungsweise, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, ich glaube nicht, dass wir viel Verspätung haben werden. Ein Ticken vielleicht, aber ungefähr 15 Minuten fahren wir noch bis Fulda. Es werden noch ein paar Tunnels sein. Genau, ich werde auf 100 runtergebremst, außer wir haben ein rotes Signal. Dann werde ich vor dem roten Signal halt bis zum Halt gebremst. Deswegen meine ich, also wenn kein rotes Signal kommt, muss ich halt auch noch darauf achten, dass ich rechtzeitig bremse. Sonst haben wir ein Problem. Aber es war jetzt, wenn ich die Strecke hier gefahren bin in Trains in World, schon oft bei mir der Fall, dass es einfach rot war in Fulda. Und da musste ich gar nichts machen, außer die Türen öffnen. So. Links stehen zwei einsame Güterwagen. Und wir fahren zur Freude des Tages in den nächsten Tunnel. Ich hätte mal mitzählen sollen, aber es gibt bestimmt auch irgendwo eine Liste, wo steht, wie viele Tunnel auf dieser Strecke hier sind. Es sind auf jeden Fall einige. Ich kann mich erinnern, die Entwickler von Trains in World haben damals das auch mal gesagt, glaube ich, wie viele Brücken und Tunnels das hier waren. Ich habe es aber wohl verdrängt. Die haben auf jeden Fall ein schönes Windrad. Die Sifa meldet sich wieder. Mein Stuhl auch. Ich habe den eigentlich jetzt, also mein Schreibtischstuhl, der mit der Zeit lockert der sich immer so ein bisschen. Und da muss ich die Schrauben halt nachziehen, damit sich nicht noch weiter lockert. Dann ist es wieder gut. Und ich habe die eigentlich gestern nachgezogen, aber trotzdem knatzt er noch an der einen oder anderen Stelle. Also da war ich wohl unsauber. Bewegt sich doch noch was. Ohne dass ich mich bewege. Oder. Nur wenn ich mich kaum bewege, sozusagen. So. Sifa. Kein Problem. Ich werde versuchen, ich kann es noch nicht versprechen, also das ist jetzt keine Ankündigung, kein Versprechen, aber ich werde versuchen, ob ich mal bis Trains in World 5 rauskommt, ein bisschen am Stream-Overlay arbeiten kann. Und vielleicht dann auch nicht nur auf Twitch, sondern auch gleichzeitig auf YouTube zu restreamen. Aber das ist alles mal nur eine Idee. Mal gucken, ob ich es mache und ob es funktioniert und ob ich dazukomme etc. Ich habe schon Lust eigentlich, auch das ist jetzt keine Ankündigung, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich die Zeit habe, dass ich dann möglicherweise zum Release von Trains in World 5, vielleicht nicht direkt am ersten Tag, aber am zweiten oder so, da einiges streamen werde, so ein bisschen. Ich meine, Folgen würde ich ja so oder so aufnehmen wollen. Deswegen, ja, könnte ich das ja auch live machen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kommt drauf an, was terminlich so los ist bei mir und ob ich da dann lieber flexibel drumherum Folgen aufnehme oder ob ich es tatsächlich in einem Livestream mache. Also das werdet ihr einfach dann sehen. Bleibt da am besten auch auf Insta bei meinem Kanal. Aktiviert da Benachrichtigungen etc., dann werdet ihr auf jeden Fall eine Story bekommen, wenn ich live gehe. Beziehungsweise hier natürlich auf Twitch einfach die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr auch immer direkt Bescheid, wenn ich live gehe. Und so weiter.
und so weiter und so fort. Gothflight sagt noch, dass der Preview-Stream von Fulda Frankfurt auch noch ansteht. Ich glaube aber nicht heute Abend. Also, der müsste eigentlich Donnerstagabend sein. Zumindest waren alle anderen Streams immer Donnerstagabend, aber kann auch sein, ich liege falsch. Gut, für Leute, die es jetzt auf YouTube sehen, ist die Information natürlich alt. Da macht es natürlich keinen Sinn mehr. Genauso wie meine Ankündigung für einen Preview-Stream. Also wenn ihr das jetzt in 2 Monaten schaut, dieses Video, dann macht es natürlich keinen Sinn. So. Genau, also dann ist der Stream tatsächlich heute Abend schon, also 11.09. Weil ab morgen schon die Deluxe und Special Edition spielbar ist, offenbar. Danke Gothflight für die Info. So. Der Zug bremst sich gerade selbst ein bisschen runter, weil gerade hier in 600 Metern eine 200 ansteht. So. Okay, er bremst ein bisschen drunter sogar jetzt. SIFA natürlich noch bestätigen. Also irgendwie passt es wieder nicht. Ich mache mal die Leistung wieder neu. Okay, da war scheinbar wieder was mit dem Leistungshebel. So. Bin noch mal gespannt. Wir haben ja eigentlich dynamisches Wetter aktiv und wir sind hier gerade im, lass mich gucken, im 10. Mai, ob sich vielleicht der Regen im Laufe der Fahrt noch verzieht oder auch nicht. Mal gucken. SIFA wieder, nicht vergessen. Gut, dass die Stimme da das ansagt. Ich glaube, sonst würde ich es viel öfter verpassen, aber dafür ist die Stimme wahrscheinlich auch da. Gehe ich jetzt mal davon aus, wir dürfen wieder 250 fahren, deswegen beschleunigen wir hier gerade wieder mal. Und es geht in den nächsten Tunnel. Gute an den Tunnel ist, drinnen ist der Regen nicht so laut. Genau. So. Heute bin ich echt aufmerksam, ich sag's euch. Auf der Strecke, auf der man sich sehr leicht ablenken lassen kann, weil halt, wie gesagt, nichts passiert, bin ich gerade hoch konzentriert. Ja, Gothflight-Wetter so einstellen, wie es in Real Life ist, ist natürlich auch eine coole Sache. Also einfach zu gucken, wie ist das Wetter gerade da. Nur es kann natürlich sein, dass halt in Kassel wirklich Sonnenschein ist, während es in Würzburg schneit. Schneit, sage ich schon. Regnet, wollte ich sagen. Schneit auch bald wieder möglich, ja. Aber das meine ich, also das, aber es ist eine gute Idee trotzdem. Also wenn man sagt, okay, ich fange jetzt in Kassel an, komm, dann stelle ich das Wetter einfach mal auf Real Life ein, sozusagen. Guck, was es da gerade für ein Wetter hat. Den heutigen Tag rein und fertig. Also das kann schon gut sein. Auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. So. Ich bin hier. Ich lauere hier wie, was lauert denn? Wie ein Panther? Ne, keine Ahnung. Mir fällt da gerade kein besseres Tier ein, aber ich lauere hier auf die SIFA. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze, das wissen wir ja, aber ich wollte jetzt die Wanze nicht als Tier hier nehmen.
So. Da sind wir wieder. So. Gothflight schreibt hier schon wieder in Chat. In wenigen Minuten erreichen wir den nächsten Halt Fulda auf Gleis 4. Es besteht Anschluss an den RE50 nach Frankfurt am Main über Hanau, Offenbach, planmäßig von Gleis 1. ICE nach Frankfurt, Main Hauptbahnhof, Abfahrt 41 Uhr. Ja, wie ihr wisst, 41.23 Uhr. Natürlich 21.43 Uhr von Gleis 3. Und zu weiteren Anschlüssen achten Sie auf die Aushänge und Durchsagen in Fulda. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mal gucken, ob das stimmt. Ich glaube dir jetzt einfach mal, dass der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts ist. Aber gut, wir wissen ja, Bahnsteig 4, von dem her ist es doch nicht so weit hergeholt. Von dem her ist das doch nicht so weit hergeholt. So, wir werden schon mal runtergebremst auf die 220. Die Flanke war für Karim Abdul-Jabbar. Das war mein Basketballer, der war 220 groß. Das ist das, was mir mein Gehirn gerade vor die Nase hält, wenn ich 220 sage. Die alten FIFA-Kommentare hier. Nein, nicht SIFA, sondern FIFA, habe ich gerade gesagt. Okay, es wird wild. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch weiter runtergebremst, denn Fulda ist sogar jetzt schon hier auf diesem Distanzanzeiger da rechts aus der HUD zu sehen. Und es sieht aber nach einem grünen Signal aus, also ich werde am Schluss noch selber bremsen müssen. Hartes Leben als Lokführer, man muss auch noch selber bremsen, überleg mal. Überleg mal. Aber vor Fulda fahren wir natürlich nochmal durch den Tunnel. Klar. Weil es so schön war. So. Leistung habe ich schon mal rausgemacht. Ja, das ist aber sportlich, dass der Zug jetzt hier selbst noch auf die 100 runter will in 300 Metern. Aber es sieht so aus, als würde es reichen. Ja, natürlich reicht's. Warum zweifle ich auch an der LZB? Das reicht ganz genau. Wahnsinn. So, aber jetzt lege ich hier auch schon mal die Bremse weiter an. Damit wir hier nicht irgendwelche Bremsprobleme kriegen. Erstmal hängt das Spiel kurz, damit ich mich nochmal kurz eine Sekunde sammeln kann innerlich. So, und jetzt geht's rein in den Bahnhof. Und du hast recht gehabt, Gothflight. Ich habe auch nie an dir gezweifelt. Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Und da steht sogar der RE1 da rechts. Wir können uns gleich die ZZA mal angucken. SIFA noch vorher. So, und dann sind wir auch schon in Fulda, Bahnsteig 4. RE50, meine ich doch. RE50 auf Gleis 1, deswegen habe ich gerade RE1 gesagt. Gleis 1 meine ich natürlich, RE50. So. Und dann öffne ich einmal rechts die Türen und wir fliegen mal kurz mit der Cam zum RE50. Halt, wo sind wir? Hier sind wir. Nicht einsteigen. Okay, also er fährt, also RE5 nach nicht einsteigen. Am Display steht auch nichts. Und die Dostos zeigen RE50, nicht einsteigen. Okay. Vielleicht ist er auch gerade erst angekommen, keine Ahnung. Und fährt nicht gleich ab oder so.
zumindest die Zugnummer stimmt. Vorne hat sie es, glaube ich, abgeschnitten einfach. Deswegen steht da RE5. Ah, und Kollege ist ja auch noch am Start. Mit dem IC1. Oder können wir vielleicht ein schönes Bildchen machen? Warte mal. Warte mal. Hauptmenü. Nee, Quatsch. Fotomodus. Mein Gott. Hauptmenü. Das wäre es jetzt gewesen. Hallo? Kein Autofokus bitte. Und dann einmal mit WASD. Kriegen wir hier vielleicht ein schönes Bild mit zwei ICEs hin. Sichtfeld. Nein, andere Richtung. Irgendwie so. Da ist der andere auch noch schön mit drauf. Halt, bleib doch da. Mein Gott. So. Der Schwerpunkt, den muss ich jetzt natürlich ein bisschen anpassen, sodass unser ICE, die Schnauze hier, scharf ist. Wunderbar. Und dann hätte ich gerne noch, weil das so trüb ist, das Wetter, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Belichtung, ein bisschen mehr Sättigung und tatsächlich auch ein bisschen deutlich mehr Helligkeit, damit das nachher auf dem Thumbnail auch gut zu sehen ist. So. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. So. Wir sind noch gut in der Zeit. Also wir haben jetzt noch knappe drei Minuten hier. Gothfly schreibt, dass der Gegenkurs immer um 4 nach abfährt. Das heißt, der steht jetzt hier auch noch 10 Minuten ungefähr, der IC1. Können wir mal kurz gucken, wo der hinfährt. Halt. So. Controller. Sag mal, also heute ist der Controller auch nicht so ganz auf der Höhe. Hamburg-Altona um 20.04 Uhr. Steht das auch auf dem Display? Wir überprüfen hier alles. Okay, der hat hier außen gar keine Displays. Hat er doch normal in der Realität. Na gut, aber hier innen hat er eins. Gut, okay. Der fährt nach Kassel-Wilhelmshöhe, Komma. Von Würzburg Hauptbahnhof nach nicht einsteigen. Okay, dann halt nicht. Sag mal, was ist denn mit der? Ach, ich war wieder nicht in der freien Kamera. Das war der Fehler. Oh, da kommt noch einer. Sieht aber so aus, als würde er durchfahren. Der ist ein bisschen zu schnell, um jetzt hier noch zu bremsen. So ist es. Was haben wir hier drüben noch? Bitte nicht einsteigen. RE5 aus Fulda. Der kommt um 20.20 Uhr an. Bei uns steht hier übrigens schön das richtige Ziel. Wir fahren nach München. Der ICE 683. Würzburg Hauptbahnhof nach Nürnberg. Danach. Und dann haben wir vorher schon gehört, Ingolstadt und dann München. Wir haben übrigens hinten auch noch einen Klimaschützer dran. Fällt mir gerade erst auf. Hier sieht man es. Die ICEs, die durchfahren, sind Sprinter. Okay. Auch das ist natürlich ein schickes Bild, wenn sich so zwei ICEs küssen, sozusagen. So, ich schließe mal die Türen. Wir dürfen nämlich gleich weiter. Sekunden noch. Ich überlege gerade, ob wir einfach früher abfahren, aber nee, machen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich nicht. Aber hier steht irgendwas von Verspätung, guck mal. 4 Minuten verspätet. Stimmt doch gar nicht. Wir fahren pünktlich los. Ah gut, natürlich. Wir sind ein bisschen verspätet angekommen, klar. Weil ich am Anfang diesen Leistungsabfall hatte. Deswegen steht es hier wahrscheinlich dran. Und jetzt dürfen wir weiter, die nächsten 85 Kilometer nach Würzburg. Deswegen Bremse raus und Fahrschalter nach oben. Ja,
Ja, ich glaube, eine Minute Delay oder auch 4 Minuten Delay sind halt komplett Unsinn, weil es wird, glaube ich, in echt auch sowieso erst ab 5 Minuten angezeigt als verspätet. Ich glaube, unter 5 Minuten wird beim ICE nicht angezeigt als verspätet. Bei manchen Regios oder S-Bahnen schon, aber bei ICEs wird eigentlich unter 5 Minuten wird nicht angezeigt, dass er verspätet ist. Wenn dann, also wenn er 4 Minuten Verspätung hat, dann steht trotzdem 5 dran, glaube ich. Circa 5, ja. Heute circa 5 Minuten später. Hier steht noch ein Hamster. Und hier müsste sich jetzt ja irgendwie die Strecke aufdröseln nach Frankfurt. Also hier noch nicht, weil hier ist jetzt rechts erstmal Gütergleis. Aber demnächst sieht man dann die Stelle, an der sich die Gleise Richtung Frankfurt. Abtrennen sozusagen. Auf jeden Fall sieht das Wetter hier nicht besser aus. Also es sieht nicht so aus, als würden wir ins bessere Wetter fahren. So, hier rechts gucken wir jetzt mal. Da ist dann quasi, wir bleiben mal hier oben. Hier rechts geht es dann nach Frankfurt, oder? Wenn ich es richtig sehe. Also das ist dann der Teil, den wir bald fahren können. Also der einzelne hier, glaube ich. Also nicht die anderen da oben, sondern der einzelne rechts von uns. Nee, Quatsch. Der geht hier rum, aber nach hier rum ist ja auch Quatsch. Ah doch, es ist der rechts hier tatsächlich. Der wird wahrscheinlich gleich nochmal... Oder? Mal, wir werden sehen. Genau, so, ja, okay, doch der Einzelne, so habe ich es in Erinnerung. Der andere ist ja nur da gewesen, um eben einmal über die Gleise eben die Seite wechseln zu können. Und jetzt werden wir gleich auch sehen, hier sind noch die schönen Ballons. Die würden bei dem Wetter auch auf jeden Fall starten, ganz sicher. So, und hier ist nochmal die Möglichkeit, rüber zu wechseln und dann... Zweigt das Ganze auch schon ab gleich. Hier links ist nochmal irgendeine Abzweigung, interessanterweise. Aber jetzt sieht man schon, gehen die Gleise rechts und links nach unten. Und wir bleiben hier oben auf unserer Trasse. Und jetzt sehen wir es gut. Weg sind sie, die Gleise. Und gehen hier dann nach Frankfurt. Mich wundert es nur, dass die nach links gehen. Müsste Frankfurt nicht nach rechts sein? Wahrscheinlich macht die halt nochmal eine Schleife, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, Frankfurt ist geografisch gesehen rechts von uns. Wir fahren ja in den Süden, das heißt, Frankfurt ist im Westen. Ja. Genau, okay, man unterquert die Schnellstrecke. Deswegen ist es so. Da habe ich tatsächlich nie drauf geachtet, wenn ich mal in echt damit gefahren bin. Muss ich zugeben. Aber bald werde ich es ja in- und auswendig wissen, wenn wir das hier in Trainsimworld haben. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck Wasser, während ich hier sowieso nur auf die Siefer achten muss. So. So, so, so. Also es ist an sich, ich muss das einfach mal sagen, es ist eine super schöne Strecke. Also mir gefällt die echt gut. Das trifft sich gut, Gothflight, dass du gestern da noch eine Führerstandsmitfahrt geschaut hast. Das ist dann gut. Kannst es auch nochmal schön vergleichen hier. Beziehungsweise weißt du natürlich schon alles. Alle Rahmenbedingungen. War das dann eine Führerstandsmitfahrt von Kassel nach Würzburg oder noch weiter? Also kam die von Hamburg bis München oder ein anderer Abschnitt oder was war das für eine Führerstandsmitfahrt, die du geschaut hast? Sifa. Und Tunnel. Ich muss mal kurz gucken. Okay, es ist glaube ich noch nicht der lange Tunnel, aber
Hier, dieses lange gerade Stück, das ist alles ein Tunnel, glaube ich. Ich meine, das war es gewesen, was ich meinte. Okay, Fulda-Frankfurt mit dem RE50. Ach, verstehe. Okay. Ich dachte, du hast eine Führerstandsmitfahrt von Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg geschaut. Okay. Aber nee, RE50 von Fulda nach Frankfurt ist nice, ja. Dann weißt du schon mal Bescheid für morgen quasi, wenn du es dann spielen kannst. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich habe das nicht gemacht. Ich werde wahrscheinlich dann einfach, wie gesagt, den Preview-Stream gucken. Nein, hallo, Sifa, ich habe doch gedrückt. Dummer Controller. Entschuldigung. Dann machen wir das halt wieder so. Da ist der ICE ja zum Glück hier gnädig auf der Schnellfahrstrecke mit der Sifa-Zwangsbremsung. Aber da muss ich die Schuld tatsächlich gerade dem Controller in die Schuhe schieben, denn ich habe gedrückt, ganz sicher. Schon bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, der RE50 braucht 90 Minuten, das ist natürlich geil. Also 90 Minuten wirklich für eine Trains-in-World-Strecke, das ist super. Die dann natürlich auch 103 Kilometer lang ist, also sehr lange Strecke. ICE 60 Minuten, auch das ist alleine schon geil, eine Stunde mit dem ICE zu fahren. Wo hält man denn mit dem ICE überall? Weißt du das zufällig? Also klar, gibt es auch Direktfahrten, aber wenn jetzt der ICE, der am meisten zwischendrin hält, also spontan fällt mir halt nur Hanau ein, aber gäbe es noch andere Zwischenhalte? Ich habe die Bahnhöfe jetzt auch nicht vor Augen, aber also Hanau ist ja auf jeden Fall möglich. Also Frankfurt Hauptbahnhof, Hanau, Fulda logischerweise, aber was gäbe es noch für ICE-Halte außer die drei? Sind das alle? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht auswendig. Okay, also Hanau, damit hatte ich recht und manchmal noch in Offenbach. Okay. Und wie ist es mit der Flixtrain? Hält die öfter? Oder fährt die auch ICE-mäßig so gut wie durch? Oder hat die noch den ein oder anderen Zwischenhalt vielleicht? Gut, was wir natürlich machen können mit dem Route-Hopping. Wir können zum Beispiel von Kassel nach Frankfurt fahren. Dann könnte man vielleicht sowas machen wie Kassel, Fulda, Hanau, Offenbach, Frankfurt, oder? Irgendwie so. Das wäre dann ja auch noch möglich. Das wären dann schon ganz viele Halte für eine ICE-Strecke und man wäre tatsächlich auch 90 Minuten mit dem ICE ungefähr unterwegs. Ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Sifa. Klar, mit dem RB hältst du an allen Stationen, ja. Das denke ich mir. Was ist denn mit der Frankfurter S? Upsa, jetzt bin ich mit dem Fuß einmal am Mülleimer hängen geblieben hier. Sachen gibt's. Mit der S-Bahn? Da ist doch auch die 423 oder so dabei. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob 423 oder 425, aber eine von beiden ist doch auch noch mit dabei als S-Bahn. Oder täusche ich mich da gerade? Weil, wo hält die denn? Gibt es extra S-Bahn-Halte? Oder sind halt zufällig die Halte, die auf der Strecke sind, auch S-Bahn-Halte? Ich weiß das auch gar nicht. Bin da in Frankfurt echt raus, irgendwie. Okay, fährt mal vielleicht 5 Minuten, verstehe. Aber gut, immerhin ist sie drin. Also sie hätten es auch ganz weglassen können. Von dem her, immerhin kann man dann die 5 Minuten S-Bahn, die es gibt, fahren. Also ist ja wenigstens etwas. Okay, zwischen Offenbach und Hanau, verstehe. Das heißt, es fährt keine S-Bahn zum Hauptbahnhof? Also wie gesagt, ich kenne mich in Frankfurt nicht so richtig aus, deswegen shame on me, wenn ich hier jetzt irgendwie dumme Fragen stelle, aber hört sich jetzt nicht so an, als würde eine S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren. Oder gibt es da eine andere Haltestelle, die einfach nicht, die einfach nichts mit dem Hauptbahnhof zu tun hat, aber in der Nähe ist oder so, keine Ahnung. Ach, die S-Bahn fahren in den Tunnel. Ich dachte, sowas ist nur in Planung gewesen, so ein Tunnel unterm Frankfurter Hauptbahnhof. Ich habe mal irgendwas gehört, dass sie planen, dass man so einen Durchgangsbahnhof teils unterirdisch macht, zusätzlich zum Kopfbahnhof.
Bin ja auch mal gespannt, in wie vielen 100 Jahren das dann fertig wird, aber okay. Aber es gibt wahrscheinlich schon einen S-Bahn-Tunnel. Okay, das war mir nicht klar. Guck mal, ich lerne auch hier immer wieder Neues dazu. Sehr gut. Verstehe, also die S-Bahn halten am Hauptbahnhof tief. Okay. Finde ich ja eh, ich weiß gar nicht, wie wird das in Stuttgart bald gelöst? Also in Stuttgart gibt es ja im Moment auch Hauptbahnhof halt und Hauptbahnhof tief. Hauptbahnhof tief ist der S-Bahn halt. Aber wenn der neue Bahnhof fertig ist, sind ja beide tief. Also dann hast du ja Hauptbahnhof tief und Hauptbahnhof noch tiefer, sozusagen. Bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Ob dann einfach alles Stuttgart Hauptbahnhof ist und dann Gleis 102 und 103 sind halt die S-Bahnen. Weil ist ja nicht mehr richtig, dass das eine tief ist und das andere nicht. Wie gesagt, wenn, dann müsste das eine tief und das andere tiefer sein. Bin ich mal gespannt. Aber habe ich mich tatsächlich auch bisher auch noch nicht damit beschäftigt. Also mich noch nie gefragt. Aber das kam mir gerade so in den Sinn. Dass es dann ja keinen Sinn mehr macht. Auch wenn der S-Bahn-Tunnel immer noch tiefer ist als der tiefe Hauptbahnhof. Aber wie gesagt, beides tief sozusagen. Beides unterirdisch. So. Es wird irgendwie lila, ne? So gefühlt, das Bild. Es liegt wahrscheinlich am Abendrot. Es wird langsam dunkel. Dunkel in der Iglu. Es ist 20.07 Uhr. Wir fahren noch ungefähr 20 Minuten. Wie gesagt, ich habe die Strecke hier irgendwie viel zu sehr vernachlässigt, weil ich immer mir so denke, so okay, jetzt nur ICE fahren zieht sich halt auch, aber irgendwie nee, es macht doch Bock. Es macht doch Bock. Es macht doch sehr Bock sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe hier so ein paar, eigentlich mir für den Stream hier so ein bisschen paar Kekse parat gelegt, aber ich traue mich die nicht zu essen die ganze Zeit, weil ich will erstens mal nicht hier kein ASMR-Video machen und zweitens denke ich mir die ganze Zeit, ich will auch noch keinen noch trockeneren Hals, also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich trinke eher mehr Wasser gerade die ganze Zeit, als dass ich dann doch Bock auf Kekse habe, aber gut, dann esse ich sie halt später. Noch eine schöne Bauernregel von Gothflight, wenn am Abend rot, anders, ich habe mich schon direkt verlesen, super, nochmal, wenn am Abend rot, am nächsten Tag schlecht Wetter droht. So, wissen wir Bescheid. Ist ja auch diesen Tag hier schon schlecht Wetter, offensichtlich hier. In-game. So, hier drüben rechts sind auch mal ein paar Gleise. Das wäre schön, wenn wir hier jetzt auch noch parallel Gemünden bis Würzburg hätten. Oh Gott, stellt euch vor. Oh mein Gott. Stellt euch vor, nur mal so die Vorstellung, Frankfurt nach Würzburg über die Dingsbahn, die wir sowieso schon im Spiel haben, die Main-Spessart-Bahn. Und dann mit Route-Hopping. Ja? Man kommt hier in Kontakt mit der Bahnstrecke. Man könnte in Frankfurt, wegen Frankfurt-Fulda, könnte man die Bahnstrecke auch wählen. Man könnte in Würzburg entweder die Schnellfahrstrecke oder die Regiostrecke fahren und so weiter. Also das ist alles, also genau, das ist und dann noch Altbaustrecke Kassel-Würzburg, dann hätten wir hier wirklich insgesamt
ein Riesennetz, so auf einem Haufen. Da kann man so schön zwischen Frankfurt, Würzburg und Kassel alles Mögliche fahren. Das wäre schon geil. Aber es ist wohl nur eine schöne Vorstellung. Hallo Tyler, schön, dass du da bist. Ja, ich lebe noch. Offensichtlich, genau. Ich habe die letzten paar Folgen für YouTube nicht gestreamt, sondern so privat aufgenommen. Mit dem Callum, falls du es noch nicht gesehen hast. Callum, sage ich. Calvin meine ich, nicht Callum. Zwei schöne Namen mit C, aber ich meine natürlich den Calvin. Wie komme ich denn auf Callum? Rose und Callums. Ne, keine Ahnung. Genau, mit dem Calvin. Da sind wir einmal die Berliner Linie gefahren und einmal von Edinburgh nach Glasgow, beziehungsweise nee, andersrum, aber auf der Strecke halt. Und das habe ich nicht im Livestream gemacht und daher habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gestreamt. Zwischendurch habe ich noch meine Bachelorarbeit abgegeben. Also da war auch noch was zu tun. Da musste ich leider auch den Kanal nochmal vernachlässigen, aber ich habe trotzdem geschaut, dass hier jede Woche was kommt. Dann auch die ganzen News-Videos zu Trainsy World 5 natürlich. Da ist der Hype dann doch zu groß für mich. Das mache ich gerne. Aber wie gesagt, die Livestreams haben sie leider ein bisschen drunter gelitten. Aber jetzt ist wieder soweit. Jetzt werde ich auch ein bisschen mehr Zeit haben. Und auch zu Trainsy World 5 auf jeden Fall dann nochmal Livestream. Vielleicht sogar schon zum Release sozusagen. Oder auch dann ein bisschen später oder so. Aber da wird es auf jeden Fall Streams geben, keine Sorge. Genau, Gothflight. Vielleicht kommt da ja noch was von diesen Strecken, von denen wir gerade geträumt haben. Wer weiß. Genau, jetzt bekommen wir Fulda-Frankfurt. Und ich glaube, dadurch, dass es das Feature Route Hopping gibt, werden sie bestimmt auch so ein bisschen drauf achten. Also vielleicht nicht immer, aber zumindest hin und wieder mal drauf achten, dass Strecken kommen, die auch dann Route Hopping fürs Route Hopping sinnvoll sind. Hoffe ich jetzt einfach mal. Mal gucken. Ich meine, als nächstes ist ja Mannheim Kaiserslautern angekündigt. Das ist jetzt keine Strecke, wo wir dann direkt Route Hopping machen können, aber da ist die Planung vielleicht auch schon gewesen, wo Route Hopping noch nicht als Feature gedacht war. Mal gucken. Genau, wir können davon ausgehen, würde ich jetzt auch mal sagen. Also, wenn es schon Route Hopping gibt, dann warum nicht schöne Strecken machen, die auch durch Route Hopping sozusagen die Erfahrung ein bisschen vergrößern. Genau. Bei englischen Sachen ist natürlich auch nice, da kann man auch viel hoppen. Das ist schon gut. Genau, stimmt. Gemünden-Aschaffenburg gibt es im Real Life so nicht mehr. Das ist halt eine ältere Version. Aber man könnte es ja so verkaufen. Es gibt die alte Main-Spessart-Bahn, die gibt es auch weiterhin. Warum nicht? Und dann bringen sie die Strecke aber halt neu raus mit der aktuellen Variante oder so. Werden wir einfach mal schauen, was die Zukunft so bringt. Tyler fragt noch, ob ich Trainsy World 5 for free bekomme. Ja, na gut, wenn ich alle anderen Sachen for free bekomme, kannst du es wahrscheinlich denken. Ah, Sifa. Mein Gott. Ah, hat mich jetzt bestimmt schon zum dritten Mal oder so der ICE gerettet. Beziehungsweise die Tatsache gerettet, dass wir gerade mit dem ICE LZB fahren. Denn mit einem Regio auf irgendeiner PZB-Strecke wären wir jetzt schon zum dritten Mal zum Stehen gekommen. Diesmal verpasse ich dich nicht. So. Tyler sagt auch, dass er sich die Deluxe Edition bestellt hat. Coole Sache. Dann kannst du ja auch morgen schon loslegen. Genau. Also wir wissen auf jeden Fall, Tyler und Gothflight werden morgen oder am Freitag dann, je nachdem wann sie dazukommen, aber sie könnten ab morgen am Suchten sein, sozusagen. Ihr zwei. So, wir nähern uns Frankfurt, wollte ich schon sagen. Würzburg meine ich natürlich.
Es sind noch 25 Kilometer. Sind noch gute 10 Minuten. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir wahrscheinlich da auch einen Tick früher ankommen. Das weiß wahrscheinlich Gothflight wieder. Wie ist denn das? Kommen wir hier auch ein bisschen früher in Würzburg an? Haben wir da quasi auch Standzeit? Oder kommen wir wahrscheinlich wirklich um 20.29 Uhr an? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So. Ankunft um 24, sagt Gothflight. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch knappe 10 Minuten Fahrt. Genau, 20.24 Uhr. Ja, hab schon verstanden. Also 24 Uhr wäre ein bisschen lang noch jetzt. Für 20.24 Uhr. Hab ich schon richtig verstanden. Keine Sorge. Aber ich finde das schon auch eine... Also ich weiß nicht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil man hier immer so schnell vorbeifährt. Aber die Strecke sieht mir doch schon sehr detailliert gestaltet aus auch. Also auch wenn man ohne Nebel ein bisschen in die Ferne gucken kann und so. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir die Fahrt jetzt hier gemacht haben. Weil wir sind ja wirklich vom Tag Regen gestartet und fahren jetzt hier in den Regen, der immer dunkler wird. Der Himmel hat sich so ein bisschen lilaner geändert und so weiter. Also ich mag das eigentlich mit dem Wetter. Es hat irgendwie einen Vibe. Also es könnte auch ein Horrorspiel sein, so wenn man die Bäume rechts und links anguckt. Aber... Ich finde das Feeling ganz nice hier mit dem Wetter, das wir hier gerade haben und mit der Uhrzeit. Gothflight weiß schon Bescheid, dass wir in Würzburg in Fahrtrichtung links den Ausstieg haben werden. Sehr gut. Nächster Tunnel. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. So sieht es hier nämlich gerade aus. Tyler schreibt, dass er inzwischen verstanden hat, wie das englische und französische Zugbeeinflussungssystem funktioniert. Sehr gut. Dann hast du da sicherlich, ja, schreibst ja auch selber, noch ein bisschen mehr Spaß dabei. Speziell beim TGV und bei der Class 395. Cool. Noch die Info von Gothflight hier in Würzburg werden sie Anschluss haben an den RE 54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, eine RB nach Osterburken, einen RE nach Bamberg und Anschluss an die Züge in Richtung Regensburg-Passau nach Wien Hauptbahnhof. Für weitere, ihr wisst Bescheid, Ansagen, Displays oder Ansagen beachten. Für weitere Informationen, Displays und Ansagen beachten. So. Hochprofessionelle Durchsage. Ich versuche ja immer diese Ingo-Ruff-Stimme so ein bisschen zu imitieren. Die passt nicht zum ICE, weil die da nicht benutzt wird. Aber nächster Halt, Würzburg Hauptbahnhof. Aber ich kann es auch nur so halbwegs. Also ich treffe es gefühlt nicht zu 100%. Würde ich nicht sagen. So, Tunnel. Irgendwie hackt mein Ton gerade ein bisschen. Ich hoffe, weiß nicht, ob das im Stream ist oder... So. Sifa. Na, ich war eine Sekunde zu spät oder so, glaube ich. Eine Millisekunde. Ach nee, Quatsch, wir werden ja gerade runtergebremst. Egal, ich habe den Fahrschalter nochmal resettet. So. Wie ich PZB wachsam und frei auf dem Controller drücken kann, mit B. Beziehungsweise am Xbox-Controller ist es B, genau, und am PlayStation ist es dann Kreis, glaube ich. Also der rechts, der Button rechts. Mit dem bestätigt man alle möglichen Sicherheitssysteme im Controller. Egal ob wachsam, frei oder die SIFA.
So. Wir werden runtergebremst. Sechs Kilometer. Heißt, wir haben es auch wirklich bald geschafft. Hier unten sehen wir gleich nochmal, da gehe ich mal kurz raus. Was macht denn die Maus jetzt hier eigentlich? Gehen wir mal kurz raus. Und unten sehen wir noch den Güterbahnhof hier. Weiß ja nicht, wie er genau heißt, aber den haben sie da auch schön eingebaut. So. Und ich mache den Fahrschalter, glaube ich, schon mal auf aus. Wir werden jetzt ja eh nur noch langsamer. Und ich glaube, PZB endet ja auch hier kurz. LZB meine ich, nicht PZB. So. Gottfried, du hast Schichtdienst von Frankfurt bis Kassel das ganze Wochenende. Ich gehe aber davon aus, Schichtdienst in Trainsim World wahrscheinlich und nicht in echt. Regional sowie Fernverkehr, ja genau. So. Zugbeeinflussung. Ja, okay, servus. Zugbeeinflussung. Ich glaube, wir werden rausgeschmissen. Ja, ja, ist ja gut. Ich glaube, wir werden rausgeschmissen. Jaha. Junge. Was ist denn? Okay. Also ich habe, ich glaube, wir wurden gerade runtergebremst, weil ich das Ende nicht bestätigt habe von der LZB-Strecke. Aber ich habe die ganze Zeit auf Bestätigen gedrückt gerade. Also noch bevor die Zwangsbremsung eingeleitet wurde, habe ich den Bestätigungsknopf gespammt. Aber es scheint nicht funktioniert zu haben. Okay, dann kommen wir halt kurz zum Stehen. Ja, mein Gott. Wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch 8 Minuten Zeit, um hier vollends einzurollen. Hallo, komm doch mal zum Stehen, Kalle. Oh mein Gott. Gib mir das Gehupe auf die Nerven. Denn dein Gehupe ist so wunderschön. So, okay. Hallo. Sag mal, dann ziehe ich halt selber die Bremse nochmal an. Warum lässt es sich denn nicht mit dem Controller bestätigen? Mann, dann muss ich halt doch hier. Okay, also offensichtlich, lässt sich PZB frei nicht mit dem Controller betätigen. Zumindest nicht auf gleiche Art und Weise wie SIFA und PZB wachsam. Dann war das Problem jetzt hier gerade. Gut, dann mache ich die RFB jetzt mal auf 60. Und los geht's. Naja gut, egal. Ja natürlich, Mate FST ist der Knopf schuld. Wer denn sonst? Ich doch nicht. Nee, aber wirklich, also ich habe auf den Button gedrückt, aber es hatte so ausgesehen, als ob ich PZB frei, was ich jetzt hier gerade gebraucht hätte, wirklich nicht mit dem Button funktioniert. Also wusste ich nicht. Ich dachte tatsächlich, dass alle relevanten Safety Systems Button, da dachte ich, dass das mit B alles funktioniert, aber offensichtlich nicht. Aber ja, stimmt, der Störsound passt nicht so zum Regensound. Jetzt fahren wir auf jeden Fall auf PZB. Ich muss direkt mal wachsam machen hier. Genau. Ich muss mich ein bisschen leider jetzt hier auf die Fahrt gerade konzentrieren, auch wenn ich sehe, dass im Chat noch ein paar Nachrichten sind. So. Wachsam. Jo. Tyler fragt, ob ich Vectron im Fahrplan auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren kann. Im Fahrplan? Ich glaube nicht, nee. Aber ich kann es mal kurz gucken. Gleich nach der Fahrt hier können wir das mal kurz abchecken, aber ich nicht, dass ich wüsste. Also doch, wobei, als Güterlok halt, glaube ich. Müsste, glaube ich, gehen. Wir gucken gleich mal. Kann ich jetzt so nicht beantworten, keine Ahnung.
So. Sifa, jo. So, Wetzburg. Da sind wir. Ausstieg in Fahrrichtung links. Godflight hatte recht, natürlich. Du bist da einfach durch und durch informiert. Tyler, bei dir ist es nicht so. Okay, dann erzähl mal, auf welcher Plattform spielst du? Also spielst du auf dem PC oder auf Xbox PlayStation? Und wenn Xbox PlayStation, dann auf den alten Generationen oder den neuen? Okay, PC, Steam, dann ist es tatsächlich komisch. Wir können gleich mal kurz gucken, woran das liegen könnte. Jetzt fahre ich aber hier erstmal konzentriert den Zug vollends hier rein in Würzburg. Es regnet gefühlt stärker als vorher. So, mir ist es zu gefährlich, so nah ans rote Signal ranzufahren. Ich bremse jetzt hier schon. So. Na, um Gottes Willen, Performance. Hallo, wo bist du? Da bist du. Oh mein Gott, also die Performance leidet hier gerade unter Regen und viel zu vielen Zügen im Bahnhof. Aber hauptsächlich unterm Regen wahrscheinlich, der das halt on top nochmal erschwert. Aber gut, so stehen wir hier mit unserem schönen Zug in Würzburg. Der optimierte Snack, der Gamer nicht ausbremst. Aha. Ist klar. So, mit diesem schönen Bild, guck mal, ist ja Wahnsinn. Fährt noch ein anderer ICE3 ein. Genau, Railpool Vectron ist verfügbar, genau. So, wir sind durch mit dieser Fahrt. Müsste ja eine Platin-Medaille geben, oder? Gold? Gold? Gab's da noch kein Platin? Keine Ahnung. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich auf YouTube fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann in Train Simulator 5 und macht's gut.